So, ich verstecke mich mal hier so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, hoffentlich sieht man mich. Also wir nehmen heute First-Person-Shooting Teil 4 auf. Wir haben heute geplant, draußen im ersten Bezirk in Wien so ein Fächen-Shooting zu machen. Fächen bis Halbfächen. Wir schießen so eine kleine Editorial-Strecke mit, ich glaube, 4 verschiedenen Outfits, aber wir werden das nachher auch noch mal ein bisschen spontan, wie immer bei mir, entscheiden. Ich stell euch jetzt noch mal die Leute vor, die heute dabei sind. Und zwar ist einmal die Ivi. Dann ist die Eva mal wieder da. Hallo. Der Michael Zettlercheck von Digital Minds Fotografie. Genau. Ah, hier. Okay. Der Michael Hofrichter von Hallo. Digital Minds. Die Jungs werden heute wieder ein bisschen filmen, ein bisschen Behind-of-Scenes machen und halt auch ein bisschen shooten. Und dann haben wir hier wieder die Anna-Maria, ist auch wieder dabei. Ja, und heute werden wir das erste Mal nicht im Studio shooten, sondern halt draußen. Wir arbeiten also mit Reflektor, der ist heute noch gepackt. Wir arbeiten mit Blitz. Wir haben draußen extrem geiles Wetter, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ja. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es aufgeht, in die Stadt. Leute, der Christian ist jetzt so nett und übernimmt mal gerade die Kamera. Wir machen jetzt hier gerade ein bisschen High Fashion. Wir haben da einen Beauty-Dish stehen mit einem Gimbal 500. Und der Michael hat da drüben einen Reflektor. Und wir haben jetzt gleich nochmal ein schönes Streiflicht von der Seite. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Okay, wir legen los. Das ist Wahnsinn. Cool. Ich liebe das. Das ist cool. Wahnsinn. Das ist cool. Ja. Hammer. Das von beiden Seiten wirkt unheimlich gut. Das Licht ist richtig geil. Guck mal hier, das Streiflicht auf der. Saugeil. Aber was ist das? Wenn schon. Geil. Wow, das ist cool. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wow. Ja. Ich bin dabei. Wahnsinn. Das ist viel besser. Gibt's immer wieder ein Klo? Das ist geil. Cool, ja. Mit der Spiegelung. Ja. Das kann was. Das schaut super aus. Ja. Wahnsinn. Danke. Super Licht. Ja, absolut. Ja. So, Leute, die Eva ist am Fotografieren. Moment, das ist gut. Boah, Eva, voll hier, super. Pass auf, das werden die Hammerbilder, ich sag's euch. Zeig mal, Eva. Ja, das ist doch Bombe. Die sind doch super, die Bilder. Cool. Ich brauche nicht mehr zu fotografieren, macht alles nur noch Eva, ich retuschiere nur noch. Make-up, danach Fotos und dann... Ab dafür. Wir sind jetzt hier fertig mit den High-Fashion-Aufnahmen. Wir haben hier gerade ein paar richtig coole Bilder nochmal gemacht. Wir werden jetzt gleich nochmal, ich drehe mich so, ist besser vom Licht. Wir werden jetzt gleich nochmal hier so ein paar Fächensachen machen auf der Kärntner Straße, wenn die Laternen angegangen sind. Und wir haben jetzt hier... Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Und zwar, wir haben hier oben eine Beauty-Dicht, die 50er stehen, für das schöne Fächenlicht, damit wir schöne, das übliche halt, Glanzstellen, Highlights im Gesicht haben. Schöne weiche Schatten, aber das Licht ist ja trotzdem hart. Die Kamera wurde vorher eingemessen auf dieses Licht hier, ja, dann einmal eingestellt. Das war, ich guck mal gerade. Ja. Das Eva, kannst du mal auf den Auslöser ganz kurz drücken? Ja. Einmal leicht durchdrücken, das reicht schon. Ja. Sonst, wenn du auf die Seite ich sehe eh gerade, ich bin bei einer 125. mit einer 2,8er Blende und ISO 200. Ja, also immer damit ich halt hier dieses Licht ordentlich drin habe.
und habe dann die künstliche Lichtquelle dazu genommen, um die Models aufzuhellen, weil die logischerweise sonst natürlich schwarz werden. Wir haben jetzt hier auch schon so langsam, aber sicher die blaue Stunde. Ja. Und ja, gut, wir werden jetzt gleich hier noch ein paar Fechtenaufnahmen machen. Wir warten nur, bis die Laternen angehen. Hoffentlich gehen die gleich an. Da hinten ich habe vorhin hier nochmal, da werde ich euch die Bilder auch nochmal einblenden, mit einer Fünftelsekunde gearbeitet. Ja. Das sind auch ziemlich coole Bilder. Der Trick da dran ist, dass der Blitz mein Hauptmotiv einfriert. In dem Fall dann halt die Ivy, das Model. Und dadurch, dass ich die Fünftel habe und die Kamera, ich drücke ab und ziehe die Kamera einfach in irgendeine Richtung, hoch, runter, rechts, links, verschwinden mir hier hinten diese ganzen Lichter, die ihr da sehen könnt. Und das ist ein ziemlich cooler Effekt. Und das Licht, das Ivy trifft, das zieht auch noch mit und dadurch hat man praktisch so eine, ja, so eine Doppelbelichtung, die ich ja eigentlich auch mal ganz gerne in meine Bilder mit einbaue. Und nach einem Shooting sieht es dann ungefähr so aus. Ja, es wurde ein wenig was verspeist. Aber wir haben uns das verdient. Wir haben immerhin das Zanoni-Werbebild 2015 im Kasten. Also, bla bla bla. Genau. Bla 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 bla. Genau. Ich erstelle euch jetzt meinen Essensplan. Das ist bla. Bla 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 bla. Ja, bla 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 bla. Und das ist bla. Die Kamera bla, 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 bla. Läuft. Die Kamera läuft. Die Kamera läuft sogar. Welche Kamera? Ja. Beide. Was? Das heißt, du wirst in 4K und in Full HD. Aber du hast doch da Aber bla 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 ist ein super Tutorial. Ja, Leute, das ist die Ivy. Prinzipiell wurde jetzt schon alles gesagt. So, also und, Leute, wenn ihr mit der Ivy shootet, dann kommt nur bla 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 bla. Du hast übrigens ganz rote Zähne von dem Lippen stimmen. Egal. Auf jeden Fall, ja, wir sind hier gerade in der Stadt.